Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir sind immer noch hier in der Mittagspause. Wir waren jetzt gerade mit der Mittagspause fertig geworden und jetzt geht's weiter. Oh Mann, den Feldzugsplan Bunker haben wir jetzt gefunden. Den haben wir infiltriert. Jetzt holen wir uns noch Munition und weiß ich nicht was hier raus. Und erkunden den noch komplett und dann machen wir weiter zum nächsten. Wir haben natürlich auch drei Hauptmissionen jetzt bekommen. Oh, die Munition ist natürlich besser. Also die Streumunition finde ich persönlich bei der Schrotflinte für Nahkampf die Vollmunition definitiv besser als die Streumunition. Hier sind fliegende Telefone, die sind ganz normal. Gibt es ja hier in jedem Bunker, den man erkunden kann. So. Natürlich im Krankenzimmer Munition, das ist ganz, ganz wichtig. Wieder so ein NASA-Rechner. Das Einzige, was mich auch schon wieder irritiert, mörderisch irritiert, ist, dass hier mir die ganze Zeit permanent Gegner angezeigt werden, aber keine da sind. Das ist irritierend. Das macht mich wahnsinnig. So. Jetzt haben wir ein bisschen genügend von der blauen Munition gesammelt. Die stopfen wir natürlich gleich mal in den Lauf rein und die rote schmeißen wir weg. Tschüss. So, sind wir aus der Richtung gekommen? Ja. Da hinten geht es wieso nicht weiter. Gut. Oh, da geht es auch noch runter. Und ja, ich weiß auch, dass der Bunker noch überall Eingänge hatte, die verschlossen waren. So ein bisschen sind auch die Bunker nach Schema F aufgebaut. Alles gleich. Muss ja auch so sein. Jeder Militärangehörige muss sich ja sofort wohlfühlen in den Bunkern. Natürlich nicht. Also es gibt schon große Unterschiede. Oder es gibt Unterschiede. Nicht große, aber es gibt Unterschiede. Zum Beispiel vom Aufbau. Wie viele Ebenen. Wie die zusammengewürfelt wurden und. Aber das hier kommt mir gerade wieder verdächtig bekannt vor. Und ja, beim Militär auch gibt es immer kleine Unterschiede von der Kaserne. Von Kaserne zu Kaserne. Aber im Grunde genommen sind die trotzdem alle gleich aufgebaut. Erweitertes MP-Magazin. Mal sehen, ob das besser ist als das, was wir jetzt schon drin haben. Hier krabbelt schon wieder einer rum. Es läuft einer rum. Das sind doch schon eher relative Luxusbunker, muss ich ehrlich zugeben. So, wieder hohe Explosivgranaten. Für die Panzerfaust. Oder für den Granatwerfer. Gut. Machen wir jetzt hier auch überall drin. Auf der Seite. Dann ging es noch hier rum, da lang und dort lang. Okay, Granaten haben wir jetzt gerade ganz schön viele gekriegt. Insgesamt. Oh. Oh. Ich sag's immer wieder gerne. Oh, oh. Ach, ach, das ist eine Pistole. Alles klar. So, Pistole.
Okay, hochexplosiv, da haben wir jetzt 4, 8, 12, 14 Schuss. Aber selbst wenn wir den nächsten Gegner finden werden, der die Dinger braucht, damit wir den kleinen kriegen, der wird die Dinger einfach einstecken. Ach, Stoffkopf. So. So. Langsam, langsam muss ich wieder aufpassen, damit wir nicht zu viel anderen Scheiß mitnehmen. Den konnten wir jetzt mitnehmen. So. Das weiß ich, weil da haben wir nämlich nur 11. Nein. Auch wenn es schön ist, nein. Man muss auch dazu sagen, das ist halt dafür ausgelegt, dass man zu viert spielt. Mit der Fundrate von der Munition und so weiter. Man hat ja gesehen, also es alleine gegen so einen großen, das kann schon eng werden. Mit Munition und so weiter und so fort. Deswegen sollte man sich immer nur die wichtigste Munition mitnehmen, mit den Sachen, mit denen man auch kämpft. Ich kann schon wieder diese Flinte wegschmeißen. So, Sturmgewehrmunition brauche ich definitiv mehr als genug. MP-Munition brauche ich. Und die Scharfschützengewehrmunition brauche ich. Rein theoretisch, den Revolver könnte ich auch wegschmeißen, weil mit dem kämpfe ich einfach absolut nicht. Weil wenn es wirklich mal so weit ist, dass ich mit dem kämpfen muss, ist Land unter. Oh. Wir haben hier schon wieder alles voll im Inventar. Wo kommen jetzt auf einmal die 5 Stück her? Die Arbeiter der Erste-Hilfe-Sets. Findet den Funkmast. Erstmal will ich hier einen Weg dann wieder rausfinden. Auch wenn ich weiß, wo der Weg ist. Oh, Büroklammern. Büroklammern müssen immer mitgenommen werden jetzt. Ich glaube, da kann ich bis zu 25 oder so Stück stacken. Bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher mit der Aussage. Granaten könnten wir rein theoretisch auch 5 wegschmeißen, theoretisch. So, die blaue Munition war... Nee. Also davon können wir rein theoretisch auch schon fast einen kompletten Stack wegschmeißen. Mache ich aber trotzdem nicht. Ich bin trotzdem der Meinung, die könnten wir rein theoretisch wegschmeißen. Halt, Schaden macht sie zwar großen, aber wir kämpfen nie mit der Schrotflinte. Jetzt bin ich gerade zwiegespalten. Ach komm. Tschüss, weg damit. Davon haben wir jetzt gerade mehr als genug Munition. Dann nehmen wir die hier ins Inventar und jetzt können wir hier noch ein bisschen Munition mitnehmen. Wir kämpfen wieso größtenteils mit dem Scharfschützengewehr, also. Brauchen wir keine Schrotflinte. Schrotflinte wäre interessant für hier. Im Nahkampf, im Gebäude. Aber selbst da benutzen wir die. Okay, wir waren jetzt hier überall. Können wir da raus. Wir haben die sich jetzt oben eingenistet irgendwo. Ich war der Meinung, wir haben noch irgendwo verschlossene Türen gehabt.
Danke, du Mister. Natürlich macht er uns platt. Der macht uns wieder platt und wir sind hier. Und hier haben wir eine. Oh, schön. Die B ab in der Linie, die wir gefunden haben. Bleib auf den Arsch. Ich krieg ja die Krise manchmal. Oh, wir haben noch einen. Oh, noch mindestens einer. Hier los. Was machen die denn da oben? Da wird schon ganz kirre. So ein Eiertanse. So, aber jetzt auf zum Funkmast, der irgendwo in der Bredouille steht. Da. Ich bin wirklich nicht gerade sehr zufrieden mit dem Spawn-Grad der Gegner. Ist mir manchmal ein bisschen zu unbegreiflich. So, querfällt ein. Muss sein. Vor allem, wir finden nur Schachteln mit Munition und da schmeißt immer Magazine weg. Ich verstehe das nicht. Wo zaubert denn die ganzen Magazine her? Ja, ich bin ja froh. Ich bin ja froh, dass wir nicht hier Magazine noch einzeln finden müssen. Und immer die Kugeln in die Magazine reinstoppen müssen. Wie bei diversen anderen Spielen. Weil, wie gesagt, wenn Spiele irgendwann zu sehr an Arbeit ausarten, mag ich die nicht mehr.
Weil das ist dann für mich kein Spiel mehr, das ist dann Arbeit. Weil teilweise, in Anführungsstrichen, teilweise manche Armeen behandeln das ja auch so, wenn im Einsatzfall bekommen die keine Schachteln, sondern gleich auf munitionierte Magazine geschickt. Weil im Einsatzfall hat man keine Zeit mehr, die Magazine selber aufzumunitionieren. Nur dann, wenn man dazwischen Zeit hat, wie jetzt ich beim Rumlaufen. Da hinten angezeigt die ganze Zeit. Oh, das hier, Nebenmission. Zum Leuchtturm. Ja, muss ich definitiv nochmal hin. Jetzt wird mir immer noch angezeigt, das ist unfassbar. Krabbler im Haus, die aber gerade in die Luft geflogen sind. Zerstöre den Tick-Störsender. Das Abgesperrte suchen wir uns einen anderen Weg, um reinzukommen. Aua! Hälte, ja. Egal. Irgendwo kommt er schon her. Ne, die brauchen wir nicht, die Munition. Oh, Munition. Na komm. Yeah. MP. Und Maschinengewehr. Nee, die wollen wir nicht, die haben wir schon. Und zwar schon zweifache Verbesserung. Hier geht gerade eben. Ich glaube, die CPU ganz schön in den Keller. CPU-Auslastung 9% bei der Aufnahme. Oh. Stacken wir natürlich wieder mal. Die nicht, sondern die. Aber die andere ist auch wichtig. Die ist auch wichtig. Das können wir dafür wegschmeißen. Wir sind gut aufgestellt. Noch. Sag ich mal im jugendlichen Leichtsinn.
Das ist jetzt eine Verschwendung, aber bitte macht's nicht nach. Zack. Weil das sind gute Sanitätspäckchen. Das ist jetzt wirklich Verschwendung gewesen. Andere hätten mir jetzt dafür schön in die Schnauze gehauen. Oder auf den Mund. Auf den Mund. Ach komm. Tick-Störsender, der müsste hier drin sein. Naja. Oder vielleicht auch nicht. Ach. Da sitzt er, kleiner Drecksack. Probiere das Funkgerät. Ach, da ist es. Finde und bla bla bla, der Marinestützpunkt bla bla bla. Feldzugsplan, Vergeltungsmission, das Wort, das mit dem LKW. Materiallieferung, Postlaster, Nebenmission, suche nach einer Ausrüstung, Gipfel. Jo, alles klar. So, die Radarstation haben wir jetzt wieder hergestellt. Auf einem Abstellgleis. Auf dem Abstellgleis. Ist das das Lager, wo wir auch in den Tunnel rein mussten? Antwortmission. Unterschlupf. Da könnten wir eigentlich eine Schnellreise hinmachen. Haben wir wieso jetzt so freigeschalten? Nebenmission, Materiallieferung. Weißt du was, wir holen uns erstmal die Materiallieferung und dann gehen wir dort nochmal in den Stützpunkt rein. Kirche, Unterschlupf, Nebenmission. Oder was? Ne, die haben wir schon fertig. So, aber definitiv müssen wir auch mal hier hinten hinreisen. Dahin. Oh, können wir sogar Schnellreise hinmachen. Machen wir aber jetzt nicht. Weil wir holen uns jetzt erstmal die Information aus dem Bunker-Abstellgleis. Weil wir müssen ja nicht alles immer zu Fuß zurücklegen. Wir können ja auch mal ein bisschen Schnellreise machen, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Ei, caramba. Au, mir tut alles weh. So. Jetzt gehen wir da rein. Warum sind hier so viele? Oh, jetzt, ich habe genau das gemacht, was wir jetzt machen sollten. Habe ich schon immer gemacht. Gleich fliegen wir. Oder auch nicht. Ach komm, Scharfschützenmunition. Haben wir so viele. Ob das bringt, die Dinger zu zerstören, weil halt eben, ne? Und 30. Schade, der war fast. Ja.
Da war ein bisschen falsch gesetzt. Deplatziert nennt man sowas auch. Entlang der Gleise. Meine Freunde, seid ihr euch da sicher? So. Wie viele Container das eigentlich waren? Das waren schon ein paar. Richtig, ich bin richtig unterwegs. Ich bin richtig, richtig. Aua. Ein erweitertes Magazin für das Scharfschützengewehr. So. Zweimal klappt's, ne? Klappt der gleiche Trick nicht. Schade. Oh Mann, ja, haben wir. Bitte. Komm. Schießt der denn auf mich? Nee. Keine Ahnung, was das war. Ach, da. Lang der Gleise. Jo, hier ist noch einmal. Eins. Zwei. Drei. Eigentlich hätten sie mir die schon da ein bisschen erlassen können. Also wirklich, eigentlich hätten sie es mir schon damals gut schreiben müssen, wo ich das schon mal gemacht habe. Aber na gut, ich hatte ja nicht alle zerstört. Gebe ich zu. Hier waren wir doch schon. Da müsste auch alles offen sein. Jo. Oh, jetzt ist aber alles entriegelt, ne?
wir aber trotzdem nochmal den ganzen Bunker hier abrennen. Um zu gucken. Ja, jetzt geht's auch dort rein. Genau, da bin ich nämlich das letzte Mal nicht reingekommen. Oder? Jo. Geil. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. MP5. Aber in Gold wäre es mir noch lieber gewesen. EMP-Granaten. Oh. Entschuldigung. Ich werd schwach. 15 Schuss. Das geht nicht. Oh, das geht noch. Aber hey, das ist auch Scharfschützenmission, die geht immer. Wir brauchen echt einen größeren Rucksack. Leute, Entwickler, macht bitte was. Ach Mann, nervöser Finger. Was ist denn das? Also, wenn das nicht noch extrem gut aussieht. Oh, bitte lass diesmal eine gute Waffe drin und eine richtig gute. Och Mann. Ich bin enttäuscht. Hast du nicht mehr? Ich hab volle Munition. Ich hab Sanitäter-Päckchens und so. Ich kann eigentlich gar nicht jetzt. Also jetzt zur Zeit kann ich echt nicht glücklicher sein. Na gut, ich könnte noch ein. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also ich könnte jetzt noch einen eigenen Bereich haben, wo ich mein ganzes Zeug lagern kann. Das wäre geil. So wie ein Safehouse, sowas in der Art. Achso, wir müssen nochmal vor. Ach, ich habe gerade mal nach links geguckt, ne, auf die Aufnahme auf Zeit. 33 Minuten, also ich muss auch jetzt leider wieder aufhören. Wir gehen gleich dort vorne links hin, da wo ich das letzte Mal nicht rein konnte. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.